Er hat es versucht, er war stets bemüht, gemeint ist der Fed-Chef Jerome Powell, alleine es half nichts, die Märkte glauben ihm kein Wort, denn sie sagen sich, naja, guckst du auf die Wirtschaft, die schwächt sich deutlich ab, da kann er doch erzählen, dass er bereit ist, die Zinsen anzuheben, dass es verfrüht wäre, über Zinssenkungen zu spekulieren. Powell heute wörtlich, es wäre zu früh. Zu viel Vertrauen zu haben, dass wir eine ausreichend restriktive Geldpolitik bereits haben oder zu spekulieren, wann die Zinsen gesenkt werden. Wir sind bereit, die Zinsen oder die Geldpolitik weiter zu straffen, wenn es denn notwendig ist. Also das war schon ganz klar der Versuch, diesen Zinssenkungsfantasien der Märkte oder Erwartungen der Märkte hier ins Wort zu reden. Alleine es hat nicht wirklich geholfen. Es war auch die letzte Chance jetzt, dass sich ein Fed-Mitglied äußert, denn ab morgen beginnt die sogenannte Blackout Period vor der nächsten Sitzung am 13. Dezember. Also es hat nicht geklappt. Powell ist nicht in der Lage, die Aufweichung der Financial Conditions irgendwie aufzuhalten, und das ist wie ein Tsunami, der jetzt über die Fed rollt, die in gewisser Weise die Kontrolle verliert. Das sehen wir hier auch etwa. Das sind die von den Fed Fund Futures eingepreisten Wahrscheinlichkeiten. Wie geht es denn weiter mit den Zinsen? Hier März, 20. März, also die Sitzung der Fed. Da geht man mit einer Wahrscheinlichkeit jetzt schon von 55% davon aus, dass dann die Zinsen gesenkt werden. Nur 38%, dass dem nicht so ist, und sogar eine knapp 6%ige Wahrscheinlichkeit, dass bis dahin zweimal die Zinsen gesenkt werden. Und das trotz dieser Worte von Jerome Powell. Wir sehen Dollar-Yen unter der Marke von 147. Wir sehen die Erholung wieder bei Euro-Dollar. Wir sehen die Renditen fallen, die 10-Jährige bei 4,26%. Wir sehen Gold steigen. Also sie machen letztendlich das Gegenteil dessen, was Powell zu erreichen versucht. Und Nick Timiraos, das Mauspiece der Fed, der hatte ja schon im Wall Street Journal einen Artikel gebracht gestern Abend, wo er sagte, naja, die Fed ist eigentlich schon ziemlich sicher, dass sie die Zinsen nicht weiter anheben muss. Aber sie wird das natürlich nicht sagen. Sie will keine Diskussion über Zinssenkungen haben. Wir haben dann auf der anderen Seite einen Kommentar von Bloomberg nach den Aussagen von Powell heute, wo man gesagt hat, ja, Powell betont, dass die Wirkung der Zinsen verzögert eintreten kann, dass der volle Impact noch gefühlt werden muss. Und if anybody thought the Fed wasn't finished raising rates, his prepared remarks today sure put a fork in it. They are done, so kommentiert Bloomberg. Und Powell hat heute auch den Satz gesagt, policy rate well into restrictive territory. Also er hat einerseits gesagt, naja, bin nicht sicher, dass wir restriktiv genug sind. Auf der anderen Seite sagt er, wir sind schon durchaus im restriktiven Bereich, widerspricht sich also in gewisser Weise. Und wir sehen hier den Trend anderer Notenbanken, die Zahl von Rate Cuts, von Zinssenkungen. Hier sehen wir es ganz klar jetzt nach oben gegangen, und dann hatten wir heute den ISM-Index Gewerbe, der zeigt, dass die Industrie den 13. Monat in Folge schrumpft. Das Einzige, was hier zum Vormonat wirklich gestiegen sind, sind New Orders und Prices Paid, also die Preise sind wieder gestiegen. Und wenn man sich dann mal die Kommentare anschaut, die hier ISM zitiert von den Befragten, Economy appears to slowing dramatically, to be slowing dramatically, sagt hier einer. Ein anderer sagt, starting to feel softening in the economy, also Tenor überall, die Wirtschaft wird schwächer. Dementsprechend glauben die Märkte letztendlich dem guten Jerome nicht. Hier sehen wir alle Subindizes sind zum Vormonat im Grunde schwächer geworden, nur eben die Preise nicht. Das ist das Problem vielleicht an der Geschichte. Also vielleicht sind die Märkte dazu voreilig, wenn sie schon jetzt meinen, dass sozusagen die Inflation so stark zurückgeht. Vielleicht haben wir auch ein Stagflationsszenario. Hier sehen wir nochmal den ISM.
nicht wie hier geschrieben wird, 15 Monate in Folge in Kontraktion, aber eben 13. Aber dennoch ist das mit die längste Strecke in den letzten 40 Jahren. Und jedes Mal gab es eine Rezession, wenn solche langen Schrumpfungsprozesse stattfinden. Die Märkte sehen aber erstmal das Positive. Die Zinsen werden auf jeden Fall nicht mehr steigen. Aber wir sehen die Dickfische wie Microsoft im Minus, den Nasdaq, vergleichsweise der schwächste Index, also der Index, der Nasdaq 100, der am stärksten gestiegen ist. Während jetzt die Small Caps, die so verprügelt wurden im Laufe des Jahres, deutlich ansteigen können. Wir sehen Energie rechts unten, rot, grün, trotz eines schwer einzuschätzenden Ölpreises, der zumindest nicht deutlich steigt. Aber hier sehen wir vielleicht den Grund, wenn wir uns mal anschauen, was da die Dickfische wie Microsoft an Marktkapitalisierung zugelegt haben. 1 Billion und das in diesem Jahr. Apple fast 1 Billion, Nvidia, Amazon, Meta, wie sie alle heißen, dass jetzt sozusagen diese Umschichtung, diese Rotation passiert, das ist nicht erstaunlich. Ein schwacher Wert heute, oder mit Abgaben zumindest heute, Tesla. Und das ist nicht der Grund, den Sie hier sehen, aber es ist bezeichnend, was Sixt zu Tesla sagt. Nämlich, die haben jetzt die Tesla-Modelle rausgeschmissen. Wir bedauern diese Entscheidung, bla bla bla, aber die Nachfrage nach Elektromobilität liegt noch klar unter dem Level von Verbrennern. Auf der Kostenseite machen sich bei Elektrofahrzeugen neben höheren Listenpreisen und Reparaturkosten, die im Vergleich zu Verbrennern niedrigeren Restwerte bemerkbar. Also dieses Argument des Restwertes, klar, Tesla hat die Preise immer wieder gesenkt. Diese sind durch Rabattaktion einiger Hersteller weiter unter Druck geraten, im Falle von Tesla besonders deutlich. Das führt bei uns zu deutlich höheren Haltekosten für Tesla-Fahrzeuge und das werden sich langsam mehr und mehr denken, zumindest bei den Autovermietern, auch bei den Käufern, die sagen, hey, wenn das so weitergeht, dass die Preise so stark gefallen, dann überlege ich mir, naja, macht das Sinn, sich einen neuen Tesla anzuschaffen oder ein neues E-Fahrzeug, wenn dann die Preise so stark fallen. Elon Musk jedenfalls hat dafür gesorgt mit seinem, als er sagte, go fuck yourself, hat er wörtlich ja gesagt, angesprochen auf die Werbetreibenden, die jetzt nicht mehr bei X Werbung machen wollen. Und jetzt hat sich eine Bewegung etabliert, die ganzen Firmen, die sagen, wir wollen bei X keine Werbung mehr machen, dass die jetzt selber Gegenwind bekommen, vor allem Disney Plus. Da gibt es eine ganze Bewegung von Leuten, die sagen, wir canceln jetzt unser Abo. Auch die Suchanfragen auf Google sind da massiv gestiegen. Also das Ganze wendet sich jetzt gegen diese Herrschaften. Jetzt schauen wir mal nach Europa. Das war ja ein Wahnsinnsmonat. 1,2 Billionen Dollar haben die europäischen Aktienmärkte zugelegt, die natürlich auch viel, viel günstiger sind als zum Beispiel die meisten US-Aktien. Wir haben Aussagen von Villeroy heute, dem französischen Notenbankchef, der sagte, also die Disinflation ist schneller gegangen, als wir erwartet haben und wenn jetzt nichts mehr passiert, dann war es das mit den Zinsanhebungen. Wir können ja mal gucken, ob es zu Zinssenkungen in 2024 kommt. Die Märkte gehen davon aus, dass die EZB spätestens im April das Ganze machen wird. Frankreich heute ein bisschen nervös, zumindest die Staatsführung, weil S&P wahrscheinlich nach Börsenschluss bekannt geben wird, ob man Frankreich abstufen wird. Mal sehen, ob das passiert. Aber ist die Inflation wirklich durch? Wie praktisch ja auch Villeroy hier sagt, Jörg Kremer sagt, nee, guckt euch mal an, die Kerninflation dürfte durch die Lohnsteigerungen begrenzt sein, denn diese Lohnsteigerungen, die gehen weiter. Da sehen wir noch einen klaren Aufwärtstrend. Wir werden sehen, was passiert, wie es kommen wird. Auf jeden Fall sehen wir Schwäche in Deutschland. Nächste Firma, die hier ein Werk schließt, das energieintensiv ist, Vallourec in Düsseldorf-Rath, und man geht jetzt nach Brasilien, wo auch das Unternehmen herkommt, weil man sagt, naja, in Deutschland, es macht keinen Sinn, es ist zu teuer. Wir haben jetzt einen extrem hohen Kohleanteil aufgrund der sehr kalten Temperaturen. Da müssen die Kohlekraftwerke jetzt richtig raufgefahren werden. Das führt dazu, dass wir derzeit wahnsinnig viel CO2 in die Luft blasen. Wenn du dich auf erneuerbare
so komplett stützt, auf Elektrifizierung, komplette Elektrifizierung stützt, dann hast du natürlich ein Problem, wenn du den Energiemix verringerst durch Abschaltung von Atomkraft. Und jetzt gibt es eben auch noch das Problem, dass diese neuen Gaskraftwerke, die eigentlich als Parallelstruktur eingesetzt werden sollten, erstmal wohl nicht kommen, wegen dem Geldmangel nach dem Verfassungsgerichtsurteil. Also es ist schon ein großes Risiko und wir können alle nur hoffen, dass sozusagen diese Temperaturen nicht dauerhaft sind, denn dann würde man merken, dass wir vielleicht ein Problemchen haben. Hat die EZB ein Problem? Hier nochmal die Aussagen von Villeroy, warum es keine Zinsanhebung mehr geben wird und warum vor allem Villeroy gute Gründe hat, als französischer Notenbankchef das so zu sehen, denn die Franzosen sind massiv verschuldet. Zählt man mal die Verschuldung von Staat, Unternehmen vor allem, die wahnsinnig stark verschuldet sind, und Konsumenten zusammen, dann ist Frankreich stärker verschuldet in Relation zu seinem BIP als Griechenland das ist. Dementsprechend auch jetzt die Drohung mit einer Abstufung durch S&P Global. Das ist die Artikelempfehlung und ich empfehle es nochmal, bevor ich jetzt gleich das Stadtderby HSV gegen Pauli gucke, den 6. Dezember 19 Uhr. Wie geht es weiter? Wird diese Zinssenkungsparty weitergehen oder werden die Konjunkturdaten immer schlechter, sodass dann schlechte Nachrichten auch schlechte Nachrichten sein werden? Darüber sprechen wir mit André Starke, der sagt, 2024 wird deutlich schwieriger als 2023. Warum, wieso, weshalb erfahren Sie in diesem Webinar, für das Sie sich jetzt unter diesem Link anmelden können, den ich Ihnen unter dem Video poste. Das war also nochmal ein Imperativ, mit dem ich Sie ins Wochenende schicke. Ich sage Servus, ciao.